Ja, hallo, heute in der Nikolas-Unger-Show Mick Scharf aus der Klangmacherei, von der Klangmacherei. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. War ja du bist ein langer Wunschgast auf meiner Liste. Genau, wir sprechen heute mal vor allen Dingen über die Klangmacherei. Mhm. Seit wann gibt es die? Ah, schwierig zu sagen, also... Dass es als Firma die Klangmacherei gibt, ist es noch nicht so lang, vielleicht 12, 15 Jahre. Mhm. Trommeln bauen, das dran rumbasteln, das habe ich schon lange gemacht, über 30 Jahre, denke ich. Aber als Firma, glaube ich, sind es 15 Jahre, ich weiß es gar nicht genau. Und hast du mit Snares angefangen? Also war das so dein Einstieg? Weil das ist ja irgendwie für jeden Trommler so die... wichtige Sache. Eigentlich erstmal nicht direkt Snares. Angefangen hat es eigentlich, war mal ein Trommler in einer Schülerband. Mhm. Mein erstes Set war so ein Sonor 60er Jahre. Heute würde ich die Finger danach abschlecken. Damals war es Blödsinn, so, das war nur weiß und hat nicht cool genug. Nicht cool genug, okay. Genau. Was habe ich dann gemacht? Ich habe dann eine neue Folierung drauf gemacht. Boah. Das war aber nicht das, so eine tolle Folie, wie man es normal einsetzt im Trommelbereich. Kam, glaube ich, aus dem Flugzeugmodell. War ganz dünne Folie. Mhm. Man hat die alte Folie noch durchgesehen. Mhm. Aber es war cool. Es war so dann rot, sparkle, so ein bisschen. Okay. Aber war eigentlich im Nachhinein nichts Tolles. Aber das war der Anfang eigentlich? Das war im Prinzip der Anfang. Ja, eigentlich war das meistens so, entweder... war kein Geld da, um neue tolle Sachen zu kaufen, was man als junger Trommler haben möchte. Dann versucht man es eben selber irgendwie hinzukriegen. Mhm. Und so hat es eben angefangen, dass ich einfach an den Trommeln rumgebastelt habe, Veränderungen gemacht habe, auch ein bisschen mit Hardware gebastelt. Aber irgendwann mal fing es dann an, dass ich mich mal mit Kesseln an sich beschäftigt habe und dann natürlich erstmal einen Kellerkessel irgendwo sich besorgt. Das war früher natürlich noch ein bisschen schwieriger, da gab es ja noch kein Internet oder irgendwie so einfach mal einen Kellerkessel zu bestellen. Das also Kellerkessel, für die, die es nicht wissen, ist sozusagen der Standardkessel, der überall oder viel verbaut wird von verschiedenen Firmen. Kann man eben fertig kaufen. Ja. Später habe ich dann auch in deutsche Produktionen fertige Kessel bekommen und so dann die ersten Trommeln gebaut. Also relativ einfach gebohrt, Gratungen angebracht, Oberflächenbehandlung von Folien bis Lackierung oder einfach vielleicht auch mal nur eine schöne geölt und gewachste Oberfläche. Mhm. Und da ist man dann halt immer weitergekommen, bis ich dann vielleicht vor 15 Jahren ungefähr, nee, früher eigentlich, vor 2000 war das noch, meine ersten Kessel selber gemacht habe. Mhm. Erstmal verschiedene Lagen von hier und bis eben heute, dass ich da ganz spezielle Kessel baue. Mhm. Komplette Sets, von Snare bis Sets, eigentlich alles. Das heißt, also du biegst die dann, also sag mal biegen? Es ist immer ein Biegeprozess, weil das ist ja nachher rund. Ja, vielleicht jetzt da so einen Fachbegriff jetzt gegeben. Ja, es ist so, dass ich ja keine Stave-Kessel mache, also keine Fassbauweise. Mhm. Da gibt es viele tolle Trommelbauer, die sowas sehr klasse und hervorragend machen. Manic. Manic zum Beispiel. aber auch der Alex Zachow zum Beispiel. Genau, ja, oder der Boris Ritscher von Midmill Drums. Da habe ich mit ihm auch schon mal zusammen in Anleitung einen Stave-Kessel gemacht. Mhm. Gibt natürlich auch noch viele andere Klasse. Ich will da jetzt keinen bevorzugen und sowas, aber es gibt schon ganz tolle Stave-Kessel-Bauer. Und ich bin eben nicht in der Liga der Stave-Kessel-Bauer, sondern ich mache schon eigentlich Schichtholzkessel oder eben auch, können wir uns nachher vielleicht mal einen anschauen. Hier. Ja, oder gleich. Ne? Oder auch gleich. Ja. Schichtholzkessel oder wenn die Schicht zum Beispiel auch nur ein Fach ist, wie bei dem Kessel, dann sieht man,
dann sieht man daran, dass bei einem einschichtigen Kessel ich auf jeden Fall Verstärkungsreifen einbauen muss. Mhm. Einschichtiger Kessel in dem Fall, es ist wirklich eine Schicht, 2,5 mm, mhm, spezielles Starkfurnier. In dem Fall ist es ein Ahornfurnier. Mhm. Ich habe einen Furnierhändler bei mir in der Nähe, ist nicht weit. Und wenn ich Holz brauche, dann gehe ich mit dem in sein Lager. Und das sind Furnierbahnen abgedeckt, mit, dass sie nicht verstauben und dass die Lagerung halt wahrscheinlich besser ist. Da gehe ich mit dem durch und er zeigt mir, was er hat. Dann werden die Planen, mhm, erstmal beiseite gelegt und dann schaut man sich das Holz an. Und ich nehme dann eben dementsprechend das mit, was ich brauche. In dem Fall ist es eigentlich immer, dass ich 2,5 mm Starkfurnier benutze. Wird dann auf Stoß, auf Stoß zusammengebogen, mhm, in einer speziellen Form. Geht ja sogar die Maserung noch. Das, ja, aber das ist dann Zufall. Ja, okay. Ja. Und dass ich natürlich da auch wieder sauber hinkomme, muss ich natürlich auch nochmal eine Verstärkung auf der Seite machen. Was heißt, dass du da sauber hinkommst? Was meinst du damit? Ja, wenn das jetzt wirklich nur auf Stoß geht, würde das ja irgendwo mal ausbrechen. Ach so. Und somit wird es dann gepresst an der Stelle, wie früher auch bei klassischen Trommeln. Da wurde, mhm, ja dann auch ein oder zwei Lagen Sperrholz benutzt. Mhm. Und dann werden an dem Stoß kommt dann noch eine Verstärkung rein. Verstehe ich. Ich mache mal kurz, dass wir es später sehen können. Nahaufnahme davon. Zeig mal den. Ah ja, genau, da sieht man den Verstärkungsring. Mhm. Ja. Und der Stoß ist dann auch nochmal, ist auch nochmal verstärkt dann, ne? Hier innen drin. Oder ist es nur damit die... Insgesamt haben wir natürlich die Verstärkungsreifen, ja, mhm, für die Stabilität, weil 2,5 mm Holz, mhm, das würde nicht alleine rund bleiben. Und auf wie viele Lagen kommst du dann mit dem Verstärkungsring? Der hat dann vier oder was? Wie viel sind das? Oder sind das? Der Verstärkungsreifen hier oben, ja, das sind, ich habe es noch nicht gezählt, sind glaube ich nochmal 6 mm. Ja. Der dann aber auch aus Lagen wieder besteht. Das sind einfach ganz normale Lagen. Ja. Ja, interessant. Mhm. Schön. Und das Holz, die Holzart, hattest du die erwähnt? Die Holzart, in dem Fall ist es Ahorn. Mhm. Ich habe schon andere Holzarten auch genommen, Walnuss und mal sehen, was es in Zukunft noch gibt. Mhm. Ist auch immer abhängig von meinem Holzhändler, was der da hat. Und dieses Furnier, das könnte man jetzt für alles verwenden. Also da könnte ich jetzt auch einen Tisch furnieren, einen Schrank. Also ist einfach. Grundsätzlich ja, aber wenn ich jetzt so einen Tisch beispielsweise furnieren wollte, würde es keinen Sinn machen, damit Starkfurnier zu arbeiten. Okay. Mhm. Hier habe ich eben das Starkfurnier, weil ich eben diese 2,5 mm Stärke als Minimum brauche. Und was würde man aber aus so einem Starkfurnier dann überhaupt, was würde man denn damit machen, wenn man jetzt nicht Trommeln baut? Also wofür ist es eigentlich gedacht? Müsste man mal die Schweine fragen. Ja, okay. Ich habe ja die andere Variante, das, mhm, war ja jetzt die horizontale Variante, ja, mit einer Schicht. Mhm. Eine andere Variante wäre jetzt, man könnte sagen, so eine Mischung zwischen Stave, also Fassbauweise, ja, und Schichtbauweise, mhm, weil hier habe ich zwei Schichten, auch wieder das gleiche, okay, Furnier, ja, in dem Fall auch wieder Ahorn, 2,5 mm, aber diesmal eben vertikal, mhm, die Maserung, mhm, und als ob das zwei ganz dünne Fassbauweisen zusammen in, okay, in zwei Schichten, ja, gemacht worden wäre. Ja. Auch hier wäre der Kessel an sich viel zu flexibel, wenn er alleine eingesetzt werden würde. Deshalb brauche ich auch hier wieder die Verstärkungsreifen. Ist der Verstärkungsreifen dann der gleiche letzten Endes? Das ist im Prinzip der gleiche, ja, okay, genau. Mhm. Vom Finish her ist es jetzt glänzend, ne? Das andere war eher... Das ist auch eine Mattierung, es ist nicht vollglänzend, es ist seidenmatt, mhm, seidenmattes Glänzen, Mattierung. Ja. Ja, schön. Das ist
Das andere war offenporig lackiert. Mhm. Und das ist eine eingeriebene Mattierung. Ja, na schön. Sind es jetzt von deiner Typenbezeichnung innerhalb der Klangmacherei, hast du da, wie nennst du das dann? Die zweischichtige, die nenne ich Exklusivserie. Mhm. Mhm. Also von Snares bis komplette Drumsets mache ich da alles. Mhm. Auch wieder in verschiedenen Hölzern. Was ich da bis jetzt gemacht habe, Mahagoni, auch Nussbaum, hier das Ahorn, deutsches Ahorn, mhm. Maple. Das wäre die Exklusivserie. Und die einschichtige nenne ich Klassikserie aus dem Grund, weil ich das bei alten Trommeln auch schon gesehen habe. Es waren zwar mehrere Schichten, mhm. aber auch sehr dünn und dann mit Verstärkungsreifen und am Stoß das Verstärkungsstück, das kleinere. Mhm. Und die Verarbeitung, unterscheidet die sich jetzt, wenn dies längs und quer sozusagen ist? Ja. Da würde ich jetzt sagen, als jemand, der gar nichts weiß, dass das hier einfacher zu machen ist. Nee, genau nicht. Eigentlich ist das schwieriger. Ja. Weil sich die Lagen einfach schwieriger in der Form biegen lassen, mhm. wenn ich es horizontal biege. Also die Maßung ist nachher horizontal. Ich hätte jetzt gesagt, weil es schwieriger. Okay, weil es eine Schicht ist. Auch da muss man aufpassen, dass ich brauche außenrum noch während des Biegevorgangs eine Unterstützung. Mhm. Da nehme ich dünnes Edelstahl, mhm. Dass mir nicht irgendwo was ausbricht. Okay. Ja. Ja. Mhm. Und hier kann ich die vertikalen Schichten direkt in die Form reinlegen. Und die passen sich dann der Form sehr einfach an. Was ich jetzt dadurch ist das Biegen an für sich einfacher. Okay. Der einzige Einblick, den ich mal hatte, war ich beim Willy Wahan mhm. in Mainz. Und der hat es nur erklärt, dass es eben zwei grundlegende Prozesse gibt. Heiß pressen mhm. und kalt. Mhm. Ich glaube, er macht es kalt, wenn ich es richtig weiß, und dafür lange. Mhm. Und dass, wenn jetzt in einer Standardfabrik irgendwo was gemacht wird, die machen das 6 Minuten volle Pulle und das soll dann das sein. Ne? Also was ist da deine Philosophie, wenn du das beim Bauen? Industriell muss das eben schneller mhm. gehen, weil Zeit ist Geld. Ja. Und dann kann ich natürlich mit speziellem Kleber, der eben auch auf die Hitze reagiert, viel schneller arbeiten. Mhm. In der Industrie kann ich mir die Zeit nicht erlauben, dass ich das ein paar Tage oder mindestens mehrere Stunden in der Presse haben muss. Ne? Und steht die jetzt noch unter Spannung oder stehen die Trommeln jetzt noch sozusagen oder stehen die generell unter Spannung oder kriegt man das so hin? Ich glaube nicht, dass da noch eine große Spannung ist. Also ich denke, ich will es jetzt nicht aufsägen, aber wir könnten es mal grundsätzlich aufsägen, aber machen wir nicht. Ja. Die Oberfläche ist eigentlich, kann ich beliebig machen, ich kann auch farbig lackieren oder Hochglanzlacke machen. Wenn ich allerdings eine schöne Maserung habe, auch hier so eine Imperfektion im Holz, mhm. Sowas mag ich eigentlich und das finde mhm. ich, kommt mhm. eigentlich bei so matten Sachen schöner raus. Mhm. Aber das ist Geschmackssache, ich kann auch ganz andere Sachen machen oder ich habe auch eine Dame in der Nachbarschaft bei uns, die macht so, wie nennt sich Spraypaint oder Airbrush. Airbrush, genau. Ja. Und da habe ich auch mit ihr schon mal eine Zusammenarbeit gemacht, mhm. wo dann die Oberfläche gewünscht war von dem Kunden. Mhm. Sie hatte das ganz kunstvoll, ganz toll gemacht und ich habe dann einfach nochmal Klarlack außen drauf gemacht, dass es eben geschützt ist. Ist alles machbar. Hier sehe ich jetzt noch mhm. Leder. Leder. Ja. Bei dieser Trommel habe ich es jetzt einfach so gemacht, alle Unterlagen mit entsprechenden Lederstückchen. Mhm. Ja, super. Und Leder, Gummi. In dem Fall ist es Gummi, sind es Gummiunterlagen. Ich habe verschiedene Materialien zu Hause und lasse es dann eben ausstanzen. Mhm. Wobei in dem Fall von diesen Böckchen waren die mit dem Lieferumfang. Ansonsten andere Unterlagen, die tue ich selber ausstanzen. Gerade runde Sachen ist gar kein Problem. Ich habe verschiedene Stanzwerkzeuge. Mhm.
Was auch sehr gut ankommt häufig ist Filz. Kann man eben auch in schönen verschiedenen Farben machen. Mhm. Also sind so die typischen Sachen Filz, Gummi, Leder. Ja. Bei den Böckchen nimmst du das, was man jetzt... Grundsätzlich ja, man kann fast alles machen. Bei Snare Drums bin ich grundsätzlich etwas vorsichtig, wenn ich jetzt an beiden Seiten Einzelböckchen hätte. Mhm. Also bei diesen Trommeln würde das überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Da ist zu viel Spannung drauf. Mhm. Und wenn ich dann zu hoch anziehe... Spannung von der Feldspannung her? Von der Feldspannung, von dieser Richtung her. Genau. Ja, okay. Mhm. Dann kann es sein, entweder bricht mir das Komplettere hier raus, bei dieser Art von Trommel. Ja. Oder auch bei normalen Trommeln ist es schon passiert, bei normalen, sehr starken, stabilen Kesseln, dass einfach das Böckchen kaputt geht. Okay. Also ich wüsste jetzt auch nicht irgendwo eine Snare oder sehr selten, wo Einzelböckchen sind. Einzelböckchen ja, aber nicht mit einer Schraube. Ja, okay. Also mit zwei Schrauben würde es schon wieder gehen. Ja? Mhm, also es gibt so ganz kleine Böckchen mit zwei Schrauben, das würde wieder passen. Mhm. Am liebsten sind mir eigentlich, aber das ist eine persönliche Sache, sind diese Tube-Lugs, die mag ich sehr gerne. Kommen überall gut an. Ja, klassisch sozusagen. Oder aber auch sowas, ist ja eigentlich auch eine Slingerland-Kopie. Ja, sehr elegant eigentlich, ja. Mhm. Aber der Kunde ist König. Wenn was nicht gehen würde, würde ich schon vorher sagen und sagen, das können wir nicht machen oder das ist nicht gut oder hat Nachteile. Da kann man über alles sprechen. Ja, schön. Das habe ich abgefragt, ja. Hier bin ich noch am Überlegen, ob ich komplette Sets mache. Bei der Geschichte, bei der Exklusivserie, haben wir schon Sets gemacht, mehrere verschiedene Hölzer. Mhm. Hier habe ich bis jetzt nur ein paar verschiedene Hölzer zwar gemacht, aber nur Snares bis jetzt. Mhm. Ich bin noch am Hin- und Hergerissen, ob ich ein komplettes Set so mache. Ja, mach doch mal. Problem ist halt, mit der Herstellung, man hört es ja schon, nee, die Herstellung ist kein Problem, aber das ist schon sehr dünn, 2,5 Millimeter. Mhm. Und wenn ich jetzt bei einer Bassdrum mache, dann muss ich, oder auch größere Toms, da muss ich schon ein bisschen aufpassen beim Transport und so weiter. Das ist nicht gut für eine Tour oder sowas. Ja, ja. Das ist kein Tourset. Mhm. Weil ich dann einfach die äußeren Eindruck. Also ich kann jetzt hier, bei das Snare geht's, da bin ich sehr nah an den Verstärkungsreifen. Ja. Aber bei einer Bassdrum muss ich ja schon ein Stückchen weiter rein mit den Böckchen. Ja, und wenn ich jetzt da starken Druck von außen auf wirken lassen würde, ich weiß es nicht, bei 2,5 Millimeter ist es halt gefährlich. Man muss das Instrument dann halt behandeln wie eine Geige oder sowas. Dann ist es ein reines Studio-Instrument, dann nennst du es Classic Studio. Sowas wäre möglich, genau. Classic Studio. Ja. Aber ich denke, ich werde es auf jeden Fall mal probieren mit einem Prototypen. Mhm. Ja, das ist so eine Art Jazz-Kit dann. Ja, also aber 12, ist es halt kein... Länge 14er, richtig, genau, sowas. Klar. Aber es wird sicherlich kein optimales Set für eine Tour sein, wo ordentlich Stress auf das Set ausgeübt wird. Interessant, ja. Jetzt war ja eigentlich übers letzte Jahr warst du ja in einem Bereich tätig, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich sage, hab's jetzt für mich so als kleine Helferlein abgehakt. Wie kam das eigentlich zustande? Also wenn man es dann sieht, ist es eigentlich relativ ein einfaches Konzept, aber wie kamst du da drauf? Wie kam ich da drauf? Ich mag Snares eigentlich sehr offen. Aber ich habe öfters bei mir zu Hause verschiedene Trommler, die mal vorbeigucken wollen und einfach mal schauen wollen. Ich habe immer ein bisschen was da, nicht viel, aber auch mein Showroom ist begrenzt. Mhm. Aber es kommt immer wieder mal ein paar Leute. Und dann hatte ich mal auch jemand da, der wollte eben sehr stark gedämpft die Snare spielen und hat seinen Geldbeutel draufgelegt. Mhm. Für mich persönlich war die Dämpfung zu stark, aber... Mhm. Die Idee habe ich schon öfters mal gesehen, aber für mich war es uninteressant. Aber ich dachte einfach, es muss doch Leute geben, für die so eine extreme Dämpfung
interessant sein könnte. Gut, dann können die auch immer noch ihren Geldbeutel benutzen. Ich habe dann, als der dann weg war, lag da von mir, weil ich halt da auch immer rumbastel, und wahrscheinlich hier von, wo ich Sachen ausgestanzt habe für die Unterlagen, lagen so Fellstücke rum. Mhm. Und dann habe ich die einfach mal draufgelegt auf eine Snare. Dachte, cool, eigentlich muss es ja nicht, wenn ich es extrem will, vielleicht schon ein Geldbeutel, weil auch das Gewicht ja ganz anders dann noch dämpft. Aber vielleicht bei etwas leichteren Dämpfungen einfach mal nur ein Stück Leder. Mhm. Leder, dachte ich halt, ist ein schönes Naturprodukt. Mhm. Und ich kann dann einfach das Leder auch ein bisschen mehr oder weniger drauflegen. Mhm. Dann habe ich mir einfach mal so ein Stück geschnitten, ist aber natürlich mal runtergerutscht. Genau. Mhm. Und dann habe ich einfach mal nach einer Befestigungsmöglichkeit gesucht. Olli Rubo hat ja auch immer diese Klemmen aus dem Office-Bereich, aus dem Schreibwarenbereich. Ich fand für mich aber diese Variante besser, weil die eben diese Gummierung hat. Mhm. Und ich kann die dann eben am Spannreifen ziemlich gut festmachen. Und ich nehme dann ein Stück Leder und kann das dann eben an der Snare eben mit stärkerer Dämpfung so festklemmen. Mhm. Oder ich möchte weniger Dämpfung so oder vielleicht auch nur so ein bisschen was. Mhm. Ja. Mhm. Also ich bin da einfach flexibel und durch die gummierte Klemme hält das einfach. Mhm. So bin ich eigentlich drauf gekommen, habe mir die Sachen eben besorgt und tatsächlich die ersten Leute, die dann wieder vorbeikamen, die fanden das auch ganz cool. Mhm. Und dachte ich, ja, komm, dann mache ich das zusammen und da wird man sicherlich nicht reich davon. Von solchen Spielsachen, ja, genau. Aber es ist für den einen oder anderen ist es ein gutes Helferlein. Ja, als ich dann abends dann einfach mal mit der Klammer rumgespielt habe und mir die angeschaut habe, dann ist mir aufgefallen, dass hier so ein Loch ist. Mhm. Und was könnte man da noch machen? Und ich habe auch immer die Idee gehabt, das habe ich auch häufig selbst gemacht, an den Becken ein bisschen Sissel. Mhm. Klar kennt man die Geschichten mit dem Cent oder mit dem Tesafilm aufkleben. Und die bekannte Klokette ist auch nichts Neues. Ja. Aber die Befestigung der Kloketten, dieser Kugelketten, das war für mich immer so ein bisschen, ja, entweder mache ich eine Schleife, dann muss ich vielleicht erst die Schraube runter machen vom Beckenständer. Ich wollte eben, und dann kam ich eben auch wieder mit dieser Klemme auf die Idee, das geht einfach schnell, ich klemme das oben drauf und fertig. Mhm. Und mit diesem Loch kam ich dann eben sehr schnell auf die Idee, dass ich hier die Kette oben einfach durchführe. Ja. Mhm. Und es ist eine stabile Halterung und schnell dran gemacht oder wieder weg. Inzwischen gibt es die eben in verschiedenen Stärken. Mhm. Okay, ja. Also extrem, entweder von extremen Sound oder was eben auch bei den kleinen, dünnen, feinen Teilen nicht geht, auf sehr schweren Becken hört man fast nichts. Ne? Aber das würde zum Beispiel auch in einem schweren Becken funktionieren. Es ist ja auch so, dass in bestimmten Bereichen es nur die Kette in Schwingung versetzt. Also das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Ja. Das hängt zwar komplett drüber über das Becken, aber man sieht es dann ja auch, es schwingt nur an bestimmten Stellen. Ja. Ja. Das alles, da kann man eben rumexperimentieren, was einem am besten gefällt. Ja, und dann habe ich weitergespielt mit dem Zeug und dann kamen auch von verschiedenen Trommlern die Idee, sie hatten immer auf der Snare irgendwas liegen als zusätzliches Raschelzeugs oder irgendwas, irgendein Holzstück oder sowas als Rimklick oder sowas mit Gaffertape dann festgemacht. Ja, genau. Nachher mache ich das ab und dann habe ich überall das Klebezeugs dran und kriege es nicht mehr richtig sauber und dann fange ich an mit Spüli und dachte ich, ich habe ja immer noch die Klemme und ich mache jetzt einfach an die Klemme ein bisschen diese Klettgeschichten dran. Mhm. Da habe ich jetzt auch zwei verschiedene Größen, was kleineres, was größeres, eben für kleine oder größere Sachen, kann ich dann eben auch an die Seite von der Trommel dran machen, hier was einhängen, fixieren, fertig. Ja, super. Ich habe neulich, ich weiß nicht, ob du diese Videosendung kennst, ich glaube, Benny Grepp hat auch mitgespielt an einer Sache und da waren verschiedene amerikanische Schlagzeuger,
ich kann mich an den Namen nicht erinnern, aber der hat hier auch gespielt auf seiner Hi-Hat und hatte, ich weiß nicht, was denn von Meinl, dieses Schellenkranz, ja, diesen kleinen, und den hat er, glaube ich, da hingehängt. Und das ist aber immer in seinen Spielbereich reingerutscht. Mhm. Hätte er sowas gehabt, wäre ihm das nicht passiert. Ne? Ja. Also sind einfach so kleine Helferlein, kosten alles so um die 5 Euro, die das ein bisschen schwieriger zu erstellen und aufwendiger zusammenzubasteln. Deshalb kosten die 5,50, die 6 Euro, aber sonst alles andere für 5 Euro. Und weil ich da schon dabei war, manche mögen halt diese Sachen nicht, dann habe ich vor vielen Jahren habe ich das schon mal ausprobiert gehabt und habe dann die Gelplättchen hier mir machen lassen. Und das Schöne ist, bei denen gegen manche andere Hersteller, die kleben eben nur auf einer Seite. Mhm. Und ich habe nicht den ganzen Dreck dann oben drauf. Mhm. Und heben eigentlich ganz gut. Und wenn sie nicht mehr gut am Fell oder sonst an den Becken, Kuhglocke oder sonst irgendwo ein bisschen dämpfen sollen, wenn sie da nicht mehr festhalten, einfach unter fließendem Wasser abspülen. Mhm. Und die kleben wieder ganz gut. 6 Stück sind in dem Döschen drin. Super. Ja, ich habe es jetzt auch beim Aufnehmen verwendet. Funktioniert? Funktioniert. Also klebt. Ist perfekt. Super. Das freut mich. Ja. Das sind die kleinen Helferchen, die ich so im letzten Jahr zusammengestellt habe. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ein Freund von mir, der Thorsten Rees, der hatte auch so ein Teil. Mhm. Und der Thorsten Rees ist ja von Mr. Muff. Ja. Und der hat ja die tollen Stockhüllen und die Bassdrum Muffheads oder wie hieß es? Muffkopf hieß es früher. Muffkopf, jetzt. Genau. Ja. Und ich hatte den mal besucht und in seiner Trommelbox in Nürtingen. Und wir haben einfach mal drüber geredet. Klar, ich habe meine Lederdämpfer, aber diese kleinen Muff-Geschichten, die sind ja auch irgendwie cool. Und dann hat er die Idee gehabt, dass man sowas irgendwie macht. Und dann haben wir jetzt eine Zusammenarbeit seit kurzem. Und er macht die kleinen Muff, Mini-Muffs heißen sie, Mini-Muff. Und eben mit meiner Idee der Klemme und diesem Klettverschluss, dieses Klett-Clip-System ein bisschen angepasst, dass es eben für dieses Minimuff passt. Konnte man die auch so klappen, habe ich das richtig gesehen? Irgendwie? Der Thorsten hatte dann noch die Idee, wenn das nachher unten liegt, dass man es eben schnell nochmal hoch an die Klammer klappt und hat dann jetzt noch ein Magnet einnähen lassen und funktioniert ganz gut. Ja, wir haben es jetzt neulich auf den Ludwigsburger Trommeltagen schon mal gezeigt und bei der Crash It werden wir es wieder zeigen und sind schon einige Bestellungen jetzt gekommen und vielleicht muss ich jetzt eine ganze Menge solche Klemmen dann bauen. Ne? Sehr gut. Ja, schön. Auf der ersten Crash It habe ich an deinem Stand, sage ich jetzt mal, Becken liegen sehen, aber auch Metallklumpen und habe mir überhaupt nicht gedacht, also bei mir war schon klar, ja gut, es wird wohl ne, so ein bisschen der Weg sein vom Metall zum wirklichen Becken. Und dann war ich mit einem Schüler bei der zweiten Crash-It und dann hast du ihm das mal genau erklärt. Ja. Und da habe ich das erste Mal auch verstanden, dass es verschiedene Herstellungsprozesse gibt bei Becken. Ich dachte, es ist immer irgendwie wird so ein Metallklumpen, kann ich jetzt nur sagen, wird irgendwie gepresst und wird dann gehämmert und so weiter. Du hast jetzt diese Sachen mal mitgebracht. Könntest du das mal mir nochmal auseinanderlegen? Das kann ich, ja. Wie das? Also es gibt grundsätzlich mehrere Arten, wie Becken hergestellt werden. Ich unterscheide ganz gern in den türkischen, chinesischen Prozess. Die sind sehr ähnlich. Dann haben wir so ein bisschen den amerikanischen Prozess. Der kommt ursprünglich aus dem türkischen, wurde aber sehr viel industrialisiert und da ist weniger Handarbeit
es gibt natürlich auch dort die Handhammers bei Sabian oder auch bei Silton. Aber insgesamt ist da doch mehr automatisiert. Und dann gibt es auch noch, sage ich mal, den Deutsch-Schweizer Prozess, den ich auch nochmal vielleicht ein bisschen anders sehe. Und es gibt den italienischen Prozess. Also die chinesische, türkische Variante ist eigentlich so, dass ich immer Bronze erstmal gieße in kleine Kuchen. Die sehen dann meistens ungefähr so aus. Das heißt, hier wird Bronze, also sprich Kupfer und Zinn zu einer Legierung gemischt, erhitzt und geschmolzen, die beiden. Und dann wird diese Legierung eben erzeugt. Legierung ist eine Mischung verschiedener Metalle, genau. Ja. Also in dem Fall eben Kupfer und Zinn. Und das gibt dann die Bronze. Bei den türkischen Becken ist es ganz typisch, dass man auf eine B20-Bronze kommt. Das ist B20, B für Bronze, und das 20 steht für den Zinnanteil in Prozent. Das ist eine typische Mischung. Inzwischen gibt es auch Firmen, die machen B25. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass B25 oder B20 besser ist als B15 oder B8. B8 sind die ganz typischen Becken. Viele sagen, es ist die billigere Serie, hat aber nicht unbedingt damit was zu tun, dass die besser oder schlechter klingen. Mehr eine Frage an der Verarbeitung eigentlich. Ich denke, dass es früher mal industriell nicht möglich war, B20 Bronze zu fertigen. Und dann hat man B8 Bronze genutzt, weil das eben industriell fertig herstellbar war. Da waren dann für viele Hersteller waren dann die Ronden fertig in der Form, schon nicht in dieser Form, sondern die waren schon runde Platten fertig, fertig gewalzt. Und bei diesen B15, B20, B25 Sachen, das ist in der Regel, dass es gegossen wird und dann dieser Kuchen entsteht. Ich nehme jetzt mal den türkischen Herstellungsweg, weil ich mich da am besten auskenne. Ich habe vor vielen Jahren, 2002 hat das angefangen, für Masterwork mal den Vertrieb in Deutschland übernommen, habe den dann, glaube 2005 oder 2007, ich weiß nicht mehr genau, abgegeben, habe dann eine Zeit lang mit Egien zusammengearbeitet und von denen Freunden von Egien, danke Samet und Mustafa, die haben mir diese Sachen zur Verfügung gestellt. Super. Nach diesem Erhitzen in diesen Trögen, wo das Kupfer und das Zinn geschmolzen wird, wird es dann gegossen. Das ist dann der Gießvorgang. Und das sind wie so dicke, fette Metallpfannen. Und da wird es dann reingegossen und wird dann dort ausgehärtet, sodass es nicht mehr flüssig ist. Wird dann rausgeschmissen und das wird dann meistens nach 1, 2, 3 Tagen wird es dann weiterverarbeitet. Und wie das dann weiterverarbeitet wird, es wird wieder erhitzt in einem großen Pizzaofen. Und nach dieser Erhitzung in dem Pizzaofen kommt es dann in eine Walze, riesengroße Walze. Das läuft dann durch die Walze einmal. So sieht es nach dem einmaligen Durchlauf aus. Dann kommt es auf der anderen Seite wieder raus, dann kommt es vorne wieder rein, aber jetzt dieses Mal in eine andere Richtung. Das heißt, in viele verschiedene Richtungen wird es nachher durchgewalzt. Und dazwischen drin, je nachdem wie stark es eben abkühlt, immer wieder auch erhitzt. Und wenn ich das dann mehrfach durchgewalzt habe, dann habe ich nachher diesen Rohling. So sieht er dann aus nach mehreren Walzvorgängen. Normalerweise ist der Rand dann auch ein bisschen, habe ich jetzt nur ein bisschen abgeschliffen, dass wenn man es zeigt, normal ist es dann eben sehr rau. Aber das erste Teil eines Beckens. Hört sich nicht gut an, ne? Nicht wirklich. Ja, dann brauchen wir in einem Becken ja auch eine Kuppe, eine Glocke.
die wird heutzutage gepresst. Okay. Der Pressvorgang oder die Maschine, da gibt es verschiedene, hydraulisch, elektrisch. Auf jeden Fall kommt ein gewisser Druck und macht diese Form dieser Glocke. Die Werkzeuge dafür gibt es verschiedene Größen, verschiedene Wölbungen und so weiter. Das wählen die eben aus. Die meisten haben dann auch oben so einen kleinen Knubbel noch, da, weil dann habe ich nachher genau die Mitte, um nachher das Loch bohren zu können, das ich dann ja danach brauche. Oder manchmal wird es auch nur reingepresst, das Loch. Okay. Aber man sieht auch hier noch, es ist noch nicht rund. Das von dem Walzvorgang ist es eigentlich noch wie unrund, wie ein Ei, ja? Spiegelei. Ja, ja, genau. Ja, man könnte sich vorstellen, dass hier, ne, das sind eigentlich die Richtungen, wie es gewalzt wurde. Ne? Genau. Hier ist es ein bisschen, bisschen mehr. Ja. Und vielleicht hier nochmal der typische Unterschied, den ich vorhin angesprochen hatte, türkische und amerikanische Vorgänge bei der Beckenherstellung. Ein amerikanisches Becken typischerweise wird jetzt nicht nur die Glocke hier gepresst, sondern schon die ganze Form. Verstehe. Ja, okay. Also auch schon, wie es nachher gewölbt wird und so weiter. Wird dann in riesengroßen Pressen schon vorgepresst. So, jetzt haben wir ja den Knubbel in der Mitte gesehen. Hier haben wir jetzt das Ding raus, das Loch rausgestanzt. Bei den meisten wird es gestanzt. Später wird es meistens nochmal aufgebohrt, aber erst am Ende. Und es ist jetzt plötzlich rund geworden. Auch hier wurde eine Maschine eingesetzt, meistens so ein knapper Teil. Ich spanne das in der Mitte am Loch ein und an entsprechenden Radius wird jetzt einfach das Becken gedreht und wird an der Stelle abgeknabbert. Der Rest, was übrig bleibt, diese Abschnitte, die werden wieder eingeschmolzen und wieder zu einem neuen Becken verarbeitet. Ich habe jetzt schon etwas einen Klang. Jetzt liegen die bereit zum Hämmern. So, dann kommt eben das, was wofür die Meister in der Türkei zuständig sind, die Beckenmeister, die Hämmer, die hämmern hier diese Becken eben richtig in Form. Das ist wieder der Unterschied. Amerikanisch wird eigentlich fast alles erstmal gepresst, die Form auch, die Form des Beckens. Ja. Und hier wird es wirklich in diese Form gehämmert. Beide Seiten. Und hier entsteht eben auch die Spannung, die ich brauche, um einen entsprechenden Klang erstmal zu bekommen. Und die Spannung entsteht auch dadurch, dass das Material verdichtet wird. Das Material wird einfach verdichtet. Durch das Hämmern, genau. Weil entgegen dem Hammer ist natürlich ein Holz wahrscheinlich und das Gegengewicht. Nee, ist in der Regel nochmal so ein oder auch runder Amboss, ist und ich hämmer da drüber. Und das ist eben die Kunst, diese gewünschte Spannung und Form in das Becken reinzubekommen. Da haben die jetzt so eine Platte, die ist eben plan. Da wird dann auch immer geguckt, weil wenn ich jetzt ja hämmer, dann muss ich ja immer schauen, dass ich nachher auch insgesamt wieder plan bin. Dass ich die Form nicht verliere, genau, sozusagen. Ja. Und dann wird das immer wieder da drauf gelegt zum Testen. Das ist jetzt bei Bosporus. Ich war ja bei, also nicht in den im Schwarzmeer oben nicht, aber bei allen Trommelfirmen, die es gab, die habe ich alle damals besucht gehabt. Und das ist jetzt zum Beispiel auch wieder Schweizer. Da war ich bei Peiste. Ah ja. Und die hämmern, ja, das ist so eine Mischung zwischen Handhammern, weil die führen von Hand. Und bei so einem Hammer ist ja der Druck immer derselbe. Ist immer dasselbe, ja, genau. Aber wo die Hammermale jetzt hinkommen, das macht er durch sein Drehen. Also ist auch nicht ganz einfach. Es gibt der Meinl zum Beispiel, die machen alles automatisch. Da wird so ein Programm sogar geschrieben, wo am meisten gehämmert oder weniger gehämmert wird. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei Meinl Days warst. Nee, war ich nicht. Und die machen auch so eine Führung und die, also nicht die Bisons, die wird ja in der Türkei gemacht, aber so andere, die machen die ja schon auch in einem Hammer. Dings, was die da selber haben. Und haben diese Hammermuster in einem Computer hinterlegt, wo mehr oder weniger gehämmert werden soll. Ich spiele ja, letzten Endes spiele ich seit über 30 Jahren Meinl, weil meine erste Hi-Hat war Meinl. Laser damals. Ah ja, war cool. Ja. Die waren zum Beispiel sogar, glaube ich, gedrückt.
die ersten Meilen. Man kann natürlich zu viel hämmern, dann kann das passieren, dass die Spannung auch wieder rausgeht. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, auf einem Stand habe ich häufig dabei so ein Becken, das hat gar keine Spannung mehr, das hängt dann nur noch so unregelmäßig hängt das runter, hat natürlich voll den trashigen Klang, kann für den einen oder anderen schon mal interessant sein, aber für ein normales Standardbecken, Reitbecken und sowas will ich das ja nicht. Ich brauche eine bestimmte Spannung, auch Crashbecken brauchen das. Und das ist jetzt wirklich aus demselben gemacht wie das, was du vorhin gezeigt hast. Genau, wie der Kuchen. Das war ja sehr... Das ist komplett das Gleiche. Also, das ist nicht das Gleiche, aber daraus wurde es nur durch Hämmern, wurde es jetzt so in die Form gebracht. Und in die Form gebracht und hat die Spannung. Ne? Hat schon den Space. Ist das jetzt, weil man sieht jetzt hier verschiedene, also man sieht die tiefer reingehen, es sind aber auch welche... Das ist jetzt auch noch nicht ganz fertig gehämmert. Ja. Ich habe das einfach als Demonstrationszwecke mir machen lassen. Mhm. Wenn ich jetzt das mal anschaue, hier sind wir jetzt haben wir schon einige mehr Hammermale. Mhm. Und hier könnte man sagen, das ist jetzt fertig gehämmert. Mhm. Auf beiden Seiten. Mhm. Ja. Kann ich schon drauf spielen. Ja, genau. Eigentlich auch schon ein fertiges Becken. Es gibt ja viele Becken, die nächsten Schritte vielleicht gar nicht haben oder haben wollen. Mhm. Weil ein bisschen zusätzliche Arbeit wäre jetzt eben das Abdrehen. Und das bringt eben auch nochmal Klangveränderungen mit. Auch eine andere Oberfläche. Und diese Stähle, die haben das halt so lang, weil sie dann eben mehr Gefühl dafür haben. Und wenn du einen kurzen Stahl hast, hast du natürlich, wenn der dir wegbricht, du hast keine Kraft, ne? Da hast du einen großen Winkel. Deshalb haben die in der Regel so lange Dinger. Aber vorne ist ein Hartmetall normal drauf gelötet. Und der muss halt entsprechend geschliffen werden. Das ist jetzt wieder UFIP. Das sehen die Maschinen vielleicht ein bisschen moderner aus oder sagen wir mal sicherheitstechnisch, da sind zumindest Abdeckungen oder sowas drüber bei den Türken. Guck mal, du kannst da eigentlich überall reinlangen. Es ist hier, da ist nichts abgedeckt, das ist einfach, das dreht sich halt, das Türkei. Ja, und die Oberfläche kannst du natürlich verschiedene Sachen machen. Was bei den Türken gern gemacht wird, ist halt das Polieren, das ist diese hochglänzende Oberfläche. Da wird sich noch alles andere geätzt, gesandstrahlt, alles Mögliche. Es wird eigentlich mehr noch Geräusch als, oder? Oder feiner, mehr Höhen, mehr Mitten. Ja, genau. Und es macht so auf dann noch. Ne? Man kann sagen, eigentlich abgedrehte Becken sind in der Regel. Kommen viele andere Faktoren auch noch mit dazu. Aber abgedrehte Becken sind meistens nicht so trocken. Also oder unabgedrehte Becken sind trockener. Hier geht ja dann auch noch mal Material weg. Da geht auch noch mal Material weg. Durch den Prozess, ne? Ja. Und wird dünner. Ich kann da auch noch mal durch das Abdrehen natürlich Gewicht wegnehmen und dadurch auch noch mal am Klang Änderungen machen. Man kann auch auf einer Seite abdrehen, auf der anderen nicht. Und das ist jetzt auch nur für Demonstrationszwecke, aber man kann sowas natürlich auch machen, dass man bestimmte Bereiche abdreht, nicht abdreht und so weiter. Also da gibt es so viele Varianten, Möglichkeiten. Würde man in der Phase, in dieser oder in der davor nochmal auch mit Hitze dran gehen oder ist es dann durch? Eigentlich, wenn ich fertig bin mit Hämmern, mache ich eigentlich nichts mehr mit Hitze. Ja. Normalerweise nicht. Es gibt den einen oder anderen Beckenschmied, der jetzt selber keine Möglichkeit hat, sich seine eigenen Rohlinge zu machen. Ja. Der das dann fertig bekommt und dann vor dem Hämmern häufig nochmal eine gewisse Wärme ins Becken reinbringt. Wenn ich ein Becken jetzt länger oder auch ein Rohling längere Zeit liegen habe, also mehrere Wochen oder Monate, dann ist das Hämmern viel, viel schwieriger.
Wenn die Becken noch recht jung sind, ist das Hämmern viel, viel einfacher. Gibt es da jetzt ein... Weil sich das Material einfach schon verfestigt hat. Ja, interessant. Okay. Also ein Becken direkt nach der Herstellung klingt auch ganz anders. Lässt man es nochmal ein paar Wochen, mindestens ein paar Tage, aber meistens eher Wochen oder sogar Monate liegen oder ruhen, dann kommt noch ein ganz anderer Klang raus. Ja, verstehe. Okay, interessant. Diese Löcher reinzuschneiden, was bewirkt das? Unterbrechung von der Schwingung. In der Regel sind die viel kürzer im Sustain. Du meinst jetzt die größeren Löcher? Ja, so ab 5 gibt es auch so. Ja, ja, es gibt ja auch die mit den ganz, ganz vielen kleinen Löchern. Da wird dann der gesamte Sound wird natürlich anders, aber auch die Lautstärke wird geringer. Bei diesen vielen, vielen Löchern. Und bei den anderen Sachen wird das einfach, das Sustain wird geändert. Dadurch, dass ich weniger Material, Beckenmaterial habe, ist der Anschlag schneller. Also das kommt schneller. Ah, ja. Also es klingt schneller und es klingt trashiger sozusagen, dieser trashige Klang. Ja. Trashig, ja, eine gewisse Trockenheit kann es auch oder geben. Es kommt darauf an, wo die Löcher sind, wie groß die Löcher sind. Also da kann man auch sehr viel experimentieren. Jetzt haben wir über die türkischen Becken gesprochen. Was ich als Herstellungsprozess sehr spannend finde, sind die italienischen Becken. Waren früher mehrere Firmen, die haben alle nebenher gearbeitet. Irgendwann haben sie sich dann unifiziert, zusammengeschlossen und nannten sich dann, ich kann jetzt kein Italienisch, Unified, irgendwas, Fabrikate. Ach, daher der Name. Und wenn man das jetzt mal richtig umsetzt, dann heißt das UFIP. Inzwischen gibt es eigentlich nur noch, glaube ich, UFIP als italienische Beckenfirma. Und diese italienischen Beckenfirmen, die kommen eigentlich ursprünglich alle aus dem Glocken, aus der Glockenherstellung, also Kirchenglocken. Und machen auch schon immer B20, B25 Legierungen. Die Firma, die das ursprünglich angefangen hatte mit diesem speziellen Herstellungsprozess, fällt mir der Name nicht mehr ein, ist aber auch egal, ist es heute nur noch UFIP. Und dieser Prozess nennt sich Rotocasting. Beim Gießen wollen die gleich schon die Form haben, die fast fertige Form des Beckens. Nicht wie beim türkischen Prozess, dass ich erst den Kuchen habe, den wir vorhin gesehen haben, und ich muss dann walzen in verschiedene Richtungen. Oder die Amerikaner, die es dann reinpressen. Oder die es komplett pressen. Die gießen quasi die Form. Da ja so ein Becken relativ dünn ist und ich würde das einfach nur gießen, könnte es sehr schnell passieren oder einfach passieren, dass ich dann Löcher hätte, weil sich diese Bronze nicht so sauber in dieser Form verteilen würde. Weil ja die Form auch ziemlich dünn ist. Ja. Bei Kirchenglocken und gewölbt sowieso. Ja, bei Kirchenglocken sind die ja viel, viel dicker. Da kann die Bronze überall hin laufen. Aber bei diesen dünnen Sachen eben nicht. Und da hatten die wohl früher schon Probleme und haben dann was erfunden. Das nennt sich Rotocasting. Und das heißt, die Form, in die ich diese Bronze reingieße, die dreht sich, rotiert sehr schnell, deshalb Rotocasting. Und da habe ich dann, wenn ich das jetzt muss ich nur aufpassen, das ist ein bisschen dreckig. Das macht nichts. Naja. So sieht das nachher aus, wenn das aus dieser Form rauskommt. Da ist auch der ganze Ruß noch dran, der durch das Eingießen entstanden ist. Es hat sich hier was gedreht, man sieht das einfach. Ja. Man kann das ganz gut erkennen. Ne? Ja, absolut. Und das ist eben die italienische Herstellungsweise. Der weitere Vorgang hier, man sieht sogar auf der Seite, so rum wird der eingegossen. Ah, ja. Der weitere Vorgang hier wird jetzt sein. Der Knubbel ist in der Form drin sozusagen. Genau. Dann schon. Ja, der Zapfen. So rum, von hier wird es eingegossen. Genau. Ja, genau. Ja. Und der wird nachher weggeschlagen und wird nachher alles abgedreht. Es wird als erstes hier nochmal als erstes gedreht. Das ist sehr, sehr dick eigentlich. Kann ich mal heben. Oh ja. Wird zuerst abgedreht, dann gehämmert und dann nachher nochmal fein abgedreht. Ja, verstehe. Interessant.
Also da kommt man eigentlich von mehr Material, als man ja, letzten Endes braucht. Genau. Also das ist, ja. Und hast du jetzt dann auch mal gehämmert? Habe ich nicht irgendwo ein Bild gesehen von dir, wo du da sitzt und hämmerst? Das ja, ich war mehrmals in der Türkei. Mhm. Hauptsächlich damals zu Masterwork-Zeiten und habe da schon die Grundlagen des Hämmerns kennengelernt. Habe auch zu Hause bei mir einen kleinen Amboss und verschiedene Hämmer, wo ich schon Anpassungen gemacht habe, aber auch Rohlinge aus der Türkei gehabt hatte, wo ich dann komplette Becken gemacht habe. Allerdings einfach zu wenig Zeit für das Ganze. Mhm. Wenn der Tag 48 Stunden hätte, könnte man ein bisschen mehr machen. Ich habe mir auch eine kleine Abdrehvorrichtung gebaut, alte Drechselbank umgebaut. Und ich kann auch Becken abdrehen. Das ist, kann man natürlich auch mal Reparaturen machen oder Gewichtsveränderungen, ein paar Anpassungen vom Sound und sowas. Ah ja, also habe ich vielleicht einen Auftrag sogar. Kommt mir gerade. Ja, genau. Hast du Erfahrung mit den Klangeigenschaften verschiedener Legierungen oder kannst du da was drüber sagen? Oder ist denn doch eigentlich das Hämmern und das, die Weiterverarbeitung das Entscheidende? Also ich denke, dass da viel zu viel marketingmäßig Sachen gemacht werden, dass B8 minderwertiger als B20 wäre. Es gibt Leute, die sagen, B20 wäre musikalischer als... Ich weiß nicht, ob ich das so einfach unterschreiben würde. Ich denke, es gibt ganz wunderbare, tolle B8-Becken. Es gibt tolle B20-Becken. Wenn ich nur an den Matt Nolan denke, ein Beckenschmied aus England, der macht... aus allen möglichen Materialien, Edelstahl, was weiß ich was, Messing, macht er ganz, ganz tolle Becken. Gibt ja inzwischen ganz viele so kleine Beckenschmiede. Auch in Rostock gibt es einen. Chris Carmin. Ja, macht auch ganz tolle Sachen. Leider sind aus USA, kannte ich auch einige, aber sind schon viele inzwischen auch verstorben. In Belgien gab es auch einen. Oder Spitzekino. Spitzekino hat die allerdings ganz typisch Becken gemacht nach türkischem Vorgang. Der hat in der Regel seine Rohlinge bezogen aus eine Zeit lang aus China. Da war die Qualität nicht ganz so gut. Dann ist er umgestiegen auf türkische Rohlinge. Aus der Zeit kenne ich ihn auch. Ich habe ihn zweimal besucht, als er noch gelebt hat, in seiner coolen Werkstatt. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nur aus Videos und Erzählungen von einem Lehrer von mir, der auch dort war dann und so. Und der hat die dann eigentlich mit sehr, sehr viel Liebe und Hingebung hat er seine Becken gemacht, aber nach türkischer Art. Ja, und auch Becken ja nachgebaut, dass wirklich Leute sich dann aber auch Becken haben kopieren lassen, dass sie sagen, es ist mein Lieblingsbecken, damit bin ich auf Tour, wenn mir das jetzt irgendwo kaputt geht, ich will den Klang, auf den kann ich nicht verzichten. Ja. Und das ist halt, also jetzt ein Becken hämmern und dann, ja, klingt und so, und dann aber sagen, das mache ich jetzt nochmal nach. Mhm. Das ist ja dann nochmal eine andere Kunst. Also fand ich jetzt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, der Roberto hat es schon ein wunderbares Gehör gehabt und er konnte auch toll philosophieren über Becken. Mhm. Und als ich bei ihm unten war, einmal kann ich mich noch erinnern, da kamen auch, glaube ich, aus Deutschland zwei Klassik-Trommler, also aus dem klassischen Bereich. Mhm. Und auch mit denen, die hatten auch Becken mitgebracht und da hat man auch Hörproben gemacht und der hat dann verschiedene Becken da was rausgezogen, dort was rausgezogen und dann war das schon sehr nahe. Also er wusste ganz genau, wo er hinfassen muss aus seinen Regalen und hat dann nachher dann noch ein bisschen rumgehämmert und immer näher kamen die dann auf dem Klang von dem Becken, was die mitgebracht hatten. Also es war schon sehr beeindruckend. Ja, ist dann eine Kunstform auch in der Herstellung schon. Also das ist wirklich, das war schon ein Meister. Ja. Haben wir noch ein Thema oder ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, ja. Ich habe das Gefühl. Ansonsten müssen wir nochmal einen Termin noch mal kommen. Ja, also ich freue mich, dass du da warst.
sehr aufschlussreich und sehr interessant alles. Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ja. Wünsche dir alles Gute, viel Erfolg mit der Klangmacherei. Dankeschön. Immer tolle Instrumente und du bist ja sehr umtriebig. Du bist immer auf den Messen, auch auf der Musikmesse in Frankfurt. Wenn es irgendwie gilt, ja. Hältst da die Treue. Das wird ja von manchen schon abgeschrieben, aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Also, aber dafür gibt es aber dann auch wieder ganz tolle Geschichten, wie vom Daniel Schwarz mit genau. der Crashit. Ja. Klasse, das Engagement, was er macht. Freue mich schon wieder auf die nächste. Nächste Woche sind wir dort. Genau. Mick Scharf, vielen Dank fürs Dasein. Ich danke dir. Das war's für diese Folge der Nicolas Unger Show. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.